Shalom, Shalom und einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid beim gemeinsamen Bibellesen mit Johannes Gerloff und den sächsischen Israelfreunden. Wenn ich das jetzt richtig gezählt habe, ist das jetzt das 30. Mal, also 2,5 Jahre machen wir das gemeinsam. Ich bin dafür dankbar. Johannes, wir haben uns das letzte Mal die Arche angeschaut, so ein paar Maße, und du warst ganz eifrig, dann Bilder zu teilen und was alles bearbeitet wurde und was wir dort finden konnten. Ja, ich habe in der Zwischenzeit auch mal nach einem Bild geschaut und etwas gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt entsprechend seht, das Bild. Ja, das ist im Vergleich zu deinem Bild beim letzten Mal hat eine kleine Änderung. Also die Sicherheitskameras, die sind dort weg und die Landeluke ist offen. Man kann es also beladen, die Arche. Sieht sehr ähnlich aus. Du hast ja da gesagt, dass es da verschiedene Systeme gibt. Das ist nicht so genau beschrieben. Aber ich denke, die Übereinstimmung der beiden Bilder mit Ausnahme der Kameras ist doch sehr frappierend. Ich meine, was sagst du dazu, Johannes? Ja, also ich habe den Verdacht, die haben irgendwie dasselbe Vorbild oder voneinander abgeguckt. Ich habe das ja hoffentlich sehr deutlich gesagt, dass ich das Problem mit diesen Bildern habe, weil wir aus dem Text heraus selbst sehr wenig mitbekommen. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir dazu in der Lage wären, zurückzukehren zu den Bildern, die wir da zudem, dass wir gar keine Bilder haben und das sehen, was der Text sagt oder auch nicht sagt. Ja, Johannes, das wollen wir gerne tun. Und ich denke, wenn wir zum Text zurückkehren wollen, und das ist ja auch unser Anliegen, gemeinsam Bibel lesen, also zum Text kommen, das möchte ich gerne tun. Und zuvor wollen wir gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die Zeit, die wir jetzt haben dürfen, hier online zugeschaltet, persönlich mit der Bibel und miteinander verbunden zu sein. Wir bitten dich, dass du führst durch deinen Heiligen Geist, dass wir das verstehen, was du hast aufschreiben lassen, dass wir verstehen, was du dir gedacht hast, was du uns sagen möchtest, mitteilen möchtest, was für uns auch heute gilt, was uns anspricht. Herr, wir loben und preisen deinen Namen und stellen diese Stunde oder diese Zeit jetzt ganz bewusst unter deinen Segen. Geben dir die Ehre und loben dich. In deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Ja, Johannes, soweit mir bekannt, sind ein paar Fragen eingegangen. Vielleicht, bevor wir den Bibeltext lesen, die Fragen zuerst. Bitte. Ja, ich möchte es auch nochmal ganz dick unterstreichen, dass ich mich unwahrscheinlich freue über Reaktionen, auch kritische Reaktionen, ergänzende Reaktionen. Manche Leute lassen mich richtig teilhaben an dem, was ihnen an Gedanken durch den Kopf geht. Und ich bin unwahrscheinlich dankbar, wenn ich das sehe, dass der Vater im Himmel anfängt, mit euch direkt zu sprechen durch sein Wort. Und ich finde sagenhaft, auf was für Ideen ihr da kommt. Ich habe jetzt zwei Sachen ausgewählt, wo ich dachte, das gibt mir die Möglichkeit, ein paar Sachen zu sagen, die mir auf dem Herzen liegen, und vielleicht auch noch manches zu ergänzen zu dem, was vorher war. Ich möchte da ganz herzlichen Dank sagen für diejenigen, die sich so weit aus dem Fenster hängen und das namentlich auch tun, und ich darf die Namen dann nennen. Das macht es einfach persönlicher. Also die erste Reaktion, die kommt von Godela von Randow aus dem hohen Norden Deutschlands, und sie schreibt: Warum wurde Noah gerettet, wo er doch genauso wenig schuldlos ist wie alle anderen Menschen? Durch die uns verborgene Anwesenheit von Jesus, und da steht jetzt das Wort Präexistenz in Klammer. Godela, ich bin sehr, sehr dankbar, dass du das so offen dahin schreibst, weil ich habe bei diesen theologischen Begriffen selbst immer etwas Sorge. Ich versuche, die bei mir bewusst in meinem Wortschatz zurückzuschrauben und auf das zu gehen, was biblisch dasteht. Und ob jetzt Jesus damals, ich weiß, das Lamm wurde vor Grundlegung der Welt geschlachtet, also muss es da gewesen sein. Aber ob er, ich sage jetzt einmal so,
dem Vater über die Schulter geblickt hat. Und ob er da ganz konkret was gemacht hat, weiß ich nicht. Und da bin ich einfach vorsichtig, auch weil das sehr viel mit reinkommt. Aber jetzt verborgene Anwesenheit von Jesus, schreibst du, wird er erst recht gerecht, so habe ich es verstanden, finde ich logisch, aber eine geheimnisvolle Begegnung. Also da möchte ich nur ganz klar sagen, mir ging es zunächst einmal nur darum, von Anfang an in der Bibel kann sich ein Mensch nicht und nie und nirgends selbst vor Gott rechtfertigen. Also diese Idee, dass wir uns unsere Gerechtigkeit erarbeiten können, die kommt aus uns Menschen. Das war nie eine Möglichkeit. Dazu war auch der Tempeldienst nicht da. Dazu waren die Opfer nicht da. Dazu waren nie Opfer da. Und deshalb, mir war jetzt zunächst einmal wichtig, denn beim Noah heißt es zuerst, er fand Gnade in Gottes Augen und dann geht's weiter. Und jetzt schreibt Godella weiter, entweder das hätte mit jedem anderen Menschen auch geschehen können oder es war doch etwas Besonderes an ihm. Also wenn so etwas auftaucht, dass der Noah, der muss ja irgendwie besonders gewesen sein, sowas würde ich jetzt auf alle Fälle mitnehmen ins weitere Bibellesen. Allerdings müssen wir uns dann die Frage stellen, wenn wir was Besonderes beim Noah entdecken, und ich denke, wir werden das heute machen, dann ist die Frage, ist dieses Besondere am Noah eine Voraussetzung dafür gewesen, dass Gott sich ihm in besonderer Weise zugewandt hat? Oder, und das ist die andere Möglichkeit, ist das Besondere an Noah eine Folge davon gewesen, dass Gott sich ihm in besonderer Weise zugewandt hat? Also, wenn wir was Besonderes jetzt am Noah entdecken, dann nach der Aussage, die wir haben und wie ich das im biblischen Text sehe, aber bitte überprüft das, konnte sich der Noah das nicht verdienen. Jetzt stellt die Godella, ich habe sie nicht aussprechen lassen mit ihrer E-Mail, jetzt geht's noch weiter. Da es noch Zeit ist, dass Gott die Geschichte mit einzelnen Personen vorantreibt, er sucht die Beziehung, Teilhabe, wählt eben Noah aus, kann ich das so verstehen? Also, gibt es da was Besonderes oder warum wird Noah ausgewählt? Meine Antwort darauf ist ganz einfach ein Zitat aus dem Römerbrief des Paulus. Und ich glaube, und deshalb bin ich so dankbar für diese Anfrage, ich glaube, dass Godella da was ganz, ganz Entscheidendes angesprochen hat, das immer wieder hochkommt, das jeden von uns bewegt, das mich auch immer wieder bewegt. Aber die Antwort, was ist das Besondere, wenn Gott jemanden auserwählt und jemand anderen nicht auserwählt? Ich lese einmal Römer 9 ab Vers 14 bis Vers 23 vor. Da heißt es, was wollen wir nun hierzu sagen, ist denn Gott ungerecht? Natürlich ist er nicht ungerecht, sagt der Paulus. Denn schon der Mose oder zu Mose sagt er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zu Pharao, und wenn ihr die Bibel lest, werdet ihr immer wieder Menschen entdecken, wo denen Gott sagt, eben dazu habe ich dich erweckt. Also eben dazu habe ich dich auf der Weltbühne auftreten lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und er verstockt, wen er will. Jetzt kommst du natürlich zu mir, sagt der Paulus, weil er sieht, dass ich da um die Ecke stehe. Jetzt kommst du zu mir und sagst, was beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Wer kann ihm die Stirn bieten? Und darauf antwortet der Paulus, lieber Mensch, wer bist du, dass du mit Gott rechten willst, dass du ihm widersprichst? Spricht etwa ein Werk zu seinem Meister, warum hast du mich so gemacht? Hat nicht der Töpfer Macht über den Topf, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen?
Da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren, auf dass er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte, zur Herrlichkeit. Also, ich möchte euch da viel Mut machen, diesen Text nochmal durchzubeten. Ihr dürft Gott am Ärmel packen, ihr dürft mit ihm hadern, ihr dürft mit ihm streiten. Ich verstehe auch nicht, wie viel freier Wille da ist und was er vorher bestimmt. Das ist ein ganz geheimnisvolles Zusammenspiel und das fängt wahrscheinlich schon vor dem Noah an. Aber ich bin dankbar, dass die Frage gestellt wurde. Ein ganz, ganz herzliches Danke dafür. Jetzt kommt noch eine zweite Frage aus Sachsen, wenn ich das richtig sehe, aus Niederfrohna vom Christian Kaube. Er schreibt da, vielen Dank für deine tiefgründige Bibelauslegung, die ich gern zeitversetzt verfolge. Über die Arche habe ich schon viel gehört, aber deine Hintergründe und Zusammenhänge über manche Worte sind mir sehr neu. Noah wird sie sicher alle verstanden haben, schreibt Christian. Darauf antworte ich, da bin ich mir nicht sicher. Was ist, wenn Gott von Noah verlangt hat, die ihm gegebene Fantasie, den ihm verliehenen Einfallsreichtum, die Fähigkeiten, etwas auszuprobieren und sich einzuüben, einzusetzen? Also immerhin hatte der Noah ja ein paar Jahrzehnte Zeit, um das Ding zu bauen. Und vielleicht hat Gott es, ich glaube, seiner Art entspricht es viel mehr, so wie es dann später bei der Stiftshütte war. Da hat Gott dem Mose auf dem Berg Sinai ein Muster gezeigt. Ich weiß, als Deutsche denken wir, es muss immer alles ganz exakt sein. Das war ein Plan, den Gott aufgerollt hat und hat ihm gesagt, so und so und so und so soll das aussehen. Ich weiß es nicht, was das Muster war. Vielleicht hat Gott dem Mose nur gezeigt, was ihm wichtig war. Und dann gesagt, und jetzt übersetzt du das. Und was dann entscheidend ist, dass Gott dem Mose jemand zur Seite gestellt hat. Und ich weiß nicht, wie viel der vor Augen hatte. Aber ich lese einmal 2. Mose 31, die ersten 6 Verse vor. Da heißt es, und der Herr redete mit Mose und sprach, siehe, ich habe mit Namen berufen den Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda. Und ich habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit allerhand Fertigkeiten. Kunstreich zu arbeiten in Gold, Silber und Bronze, kunstreich Steine zu schnitzen und einzusetzen und kunstreich zu schnitzen in Holz, um jede Arbeit zu vollbringen. Und siehe, ich habe ihm beigegeben, Oholiab, den Sohn Achisamachs vom Stamm Dan. Und habe alle Kundigen die Weisheit ins Herz gegeben, dass sie alles machen können, was ich dir geboten habe. Das heißt, ich weiß nicht, ob der Noah alles verstanden hat oder ob Gott ihm bestimmte Sachen gesagt hat, ich möchte, dass du das und das machst. Und dann musste er sich selbst hinsetzen und überlegen, ich mache so und so. Und jetzt gibt es ja auch noch die andere Möglichkeit. Wir haben diesen Text noch. Und ich stelle bei der Bibel immer wieder fest, deshalb bin ich für diese Frage sehr dankbar, dass Gott diesen Text wahrscheinlich nicht nur für Noah geschrieben hat, sondern auch für uns und auch für andere Leute. Und vielleicht gibt es da drin Dinge, die Gott nur für einen Menschen da reingesetzt hat, die der in einer bestimmten Situation verstehen muss. Jetzt sagt mir nur, das kann nicht sein. Natürlich kann das sein. Und das sehen wir immer wieder. Der Daniel musste bestimmte Sachen versiegeln für die Endzeit, wann immer die dann angefangen hat. Ja? Also deshalb ist es mir so wichtig, dass wir unterscheiden, was steht da und was verstehen wir nicht und dass ihr das dann mit ins Gebet nehmt. Jetzt schreibt Christian Kaube weiter. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du die Angaben über die Größe der Arche nicht sehr wertvoll bewertet. Das sehe ich anders. Lieber Christian, ich finde es klasse, dass du das so sagst. Und wenn das so rausgekommen ist, dass ich bestimmte Worte in der Schrift nicht wertschätzend sehe oder wertvoll bewerte,
möchte ich das hier ganz klar und eindeutig und für alle mal sagen, ich nehme jedes Wort der Schrift sehr ernst. Jedes Wort, jeder Buchstabe, das kleinste Hörnchen, das kleinste Tüpfelchen, wie auch immer man das übersetzen will, sagt mein Herr in Matthäus 5, Vers 18, das kleinste Tüpfelchen hat für mich das größte Gewicht. Und deshalb ist für mich auch entscheidend wichtig, was die Bibel nicht sagt und wo erst der Samuel oder irgendjemand anderer Bilder bringen muss von Bier oder wie auch immer, ja. Versteht ihr, dass da Bier auf dem Schiff war, finde ich zunächst mal klasse. Wir wissen es aber nicht. Dass ein Sachse daran denkt, ist mir klar, ich auch. Aber wir wissen es nicht, wir hätten es gern. Jetzt heißt es weiter beim Christian, die Maße der Arche wurden bestimmt an der Elle von Noah oder seinen Helfern gemessen, welche bestimmt nicht extrem anders als deine und meine Elle waren. Daher finde ich, dass man sich den Kasten in seiner Größe grob vorstellen kann. Er schreibt jetzt in Klammer weiter, wir sind gerade in der Ostsee im Urlaub und sehen ab und zu ähnlich große Schiffe. Da schreibt er mir ein Lächeln dahinter. Und dann, es wird von Experten behauptet, dass dieser Kasten seetüchtig sein musste und entsprechend Platz für die Tiere hatte. Also zunächst mal, dass der Kasten seetüchtig war und die Sintflut überlebt hat, das sagt uns der Text. Was die Körpermaße vom Noah betrifft, wie groß der war, wie klein der war, im Vergleich zu mir kann ich nicht sagen. Das schweigt die Bibel, soweit ich das sehe. Allerdings, im Blick aufs Alter sehe ich, dass Noah in ganz anderen Dimensionen gelebt hat als ich. Also sollte mir Gott so ungnädig sein und mich so alt werden lassen wie Noah, dann hoffe ich sehr, dass er mir spätestens dann einen Alterswohnsitz schenkt, anstatt mich mit dem Bau eines Fahrzeugs zu beauftragen. Ich wäre da sehr, sehr vorsichtig mit diesen Vergleichen von Noah zu mir oder zu uns. Da kann ich einfach nichts sagen. Und das wollte ich sagen. An einem Punkt musste ich grinsen, lieber Christian, das siehst du jetzt auch. In Israel hier wissen die uralten Großmütter, dass es Laien waren, die die Arche Noah gebaut haben. Und Experten haben die Titanic gebaut. Also von daher wäre ich mit Experten sehr vorsichtig. Ich brauche auch keinen Experten dazu, um zu sehen, dass der Kasten seetüchtig war. Er hat, wie gesagt, die Sintflut überlebt, die Titanic nicht mal den Nordatlantik. Also von daher, ja. Jetzt schreibt Christian weiter, in vielen Ländern der Welt soll es Erzählungen über eine Sintflut geben. Allerdings sind die Beschreibungen des Schiffes oft zweifelhaft. Die Bibel bleibt glaubwürdig und das finde ich sehr wertvoll. Und da, Christian, sind wir uns total einig. Das ist richtig, da kann ich ganz dick das unterstreichen. Du schreibst jetzt weiter, auch wenn manche Begriffe unklar sind, richtig, gab es bestimmt Luft- und Lichtöffnungen. Davon schreibt die Bibel, Noah musste doch atmen und etwas säen in dem Kasten. Wenn er wusste, wie viele Tage in der Arche war, musste der Tag-Nacht- oder Nacht-Tag-Rhythmus erkennbar gewesen sein. Meine Frage ist, wusste er das? War der Nacht-Tag-Rhythmus erkennbar? Ich weiß es nicht. Oder hat dieser Rhythmus, wie manche rabbinischen Ausleger zu wissen glauben, während der Sintflut ausgesetzt? Ich gebe euch das nochmal mit, also gibt es viele offene Fragen. Ja. Der Christian schreibt jetzt noch weiter, schön, dass du die Begriffe nicht alle glatt bügelst, wie man es sonst in Bibelauslegungen oft findet. Es ist für mich herausfordernd, wenn die Bibelübersetzungen oft so wenig vom Original widerspiegeln. Ich möchte euch bitten, mindestens so gnädig gegenüber Bibelübersetzungen zu sein, wie ich das bin. Also, ich gucke immer wieder rein. Es gibt oft was, wo ich dann bei Martin Luther sage, hoppla, da hat er ja recht. Also, und dann gehen mir Lichter auf. Bibelübersetzungen leisten, was sie zu leisten vermögen. Sie bleiben aber immer begrenzt und immer, jede Bibelübersetzung bleibt Interpretation. Deshalb bleibt der Refrain in meinen Vorträgen. Den kennen jetzt wahrscheinlich alle, die hier mit dabei sind, schon längst. Aber der Refrain bleibt, wir müssen jungen Leuten Mut und Möglichkeiten geben, richtig gut Hebräisch und Griechisch zu lernen. Und wir Christen müssen wieder zu einer
Kulturwerten, die aus dem Urtext der Bibel heraus lebt und denkt. Deshalb, Samuel, bin ich so glücklich, wenn du nach Israel reist, um Hebräisch zu lernen. Und mir wäre am liebsten, du würdest immer 20 Leute mitnehmen und dann jeder weitere wieder 20, sodass es so einen Schneeballeffekt gibt. Und dass es ganz normal ist, dass Christen Hebräisch und Griechisch können. Also, aber jetzt machen wir im Text weiter. Samuel, du wolltest den Text vorlesen zuerst. Und ich freue mich in Zukunft, das sage ich vielleicht noch, ich freue mich auf weitere Reaktionen und werde da immer wieder was aufgreifen. Noch einmal, wenn ich manchmal vielleicht etwas zu salopp mit meinen Fragern umgehe, ich weiß auch, dass ich hier am längeren Hebel sitze und das letzte Wort habe, ich schätze das unwahrscheinlich, dass ihr diese Fragen bringt und ich glaube, dass das Fragen sind, die uns alle irgendwo bewegen. Samuel. Okay, ich lese den Text. Wir sind in 1. Mose Kapitel 6, nochmal ab Vers 16 bis Kapitelende. Eine Lichtöffnung sollst du der Arche machen und bis zu einer Elle sollst du sie fertigen von oben her. Und die Tür der Arche sollst du in ihre Seite einsetzen. Mit einem unteren, zweiten und dritten Stockwerk sollst du sie machen. Denn ich, siehe, ich bringe die Wasserflut über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel zu verderben, in dem ein Hauch des Lebens ist. Alles, was auf der Erde ist, soll verscheiden. Aber mit dir will ich meinen Bund errichten, und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und von allem Lebendigen, von allem Fleisch, je zwei, von allem sollst du in die Arche bringen, um sie mit dir am Leben zu erhalten. Männlich und weiblich sollen sie sein. Von den Vögeln nach ihrer Art und vom Vieh nach seiner Art, von allem Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Je zwei von allen sollen zu dir hineingehen, um am Leben zu bleiben. Und du, nimm dir von aller Speise, die gegessen wird, und sammle sie bei dir auf, dass mit dir und ihnen zur Nahrung sei. Dass sie dir und ihnen zur Nahrung sei. Und Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte, so tat er es. Soweit der Text aus 1. Mose 6. Ich habe nach der Elberfelder Übersetzung gelesen. Danke, Samuel. Mir ist gerade eine Stelle aufgefallen, während du vorgelesen hast. Es ist ja immer interessant, wie man betont. Denn ich fand das große Klasse. Ein paar Sachen, bei einem werde ich gleich einsetzen. Aber eine Sache ist mir aufgefallen, da bin ich mir ziemlich sicher, das hat Gott nicht zum Noah gesagt, weil dem war das klar, sondern das hat in unsere Zeit hinein gesagt. Wenn der Noah zwei Tiere bringen sollte, ein paar von jedem, und dann musste er dazusetzen, dass das ein Männchen und ein Weibchen sein muss, und nicht zwei Männchen, nicht zwei Weibchen, dann war das wahrscheinlich in unserer Zeit weniger selbstverständlich als der Zeit vom Noah. Also das sind so Dinge, die, ich glaube schon, dass Gott da was in unsere Zeit hineingeschrieben hat. Aber ich fand es ganz toll, wie du betont hast in Vers 17, und da wollen wir jetzt einsetzen, das und ich. Du hast so richtig das Ich betont, und ich, siehe ich, will die Sintflut kommen lassen. Das ist nämlich genau das, was da steht. Und das ist eine ganz interessante, ganz dicke Betonung von diesem, der Anochi ist. Ich habe im Hebräischen sagt man Ani, und wenn man das so richtig heilig, so ausführlich, so ausdrücklich sagen möchte, dann ist es Anochi. Und so am Anfang des Satzes steht es zum Beispiel in Jesaja 61, Vers 8, wo es heißt, denn ich bin der Herr, ich liebe Recht, ich hasse frevelhaften Raub, ich erstatte ihren Lohn wahrhaftig, einen ewigen Bund werde ich mit ihnen schneiden. Also dieses Ich bin derjenige, der jetzt zur Vernichtung ansitzt. Ich bin derjenige, der den Gerichtsspruch ausgesprochen hat. Ich bin derjenige, der meinen Bund aufrichtet. Ich denke, dass das
für uns normale Menschen und wahrscheinlich normale Menschen durch die ganze Weltgeschichte hindurch zu den größten Herausforderungen im Leben gehört, das zu erkennen, das anzuerkennen und das dann auch zu bekennen. Wo setze ich da an? Ende Römerbrief, nein, nicht Ende, sondern Ende Kapitel 11 vom Römerbrief, da schreibt der Paulus, denn aus ihm und durch ihn und auf ihn zu sind alle diese Dinge geschaffen. Also alles, was wir in dieser Erde haben, fließt aus dem lebendigen Gott heraus. Und alles ist durch ihn erhalten und alles fließt zu ihm zurück, auch ich als Mensch. Und was mir in letzter Zeit groß geworden ist, ist, dass Gott mit einer unwahrscheinlichen Verschwendung Dinge erarbeitet oder tut. Also wenn er mir ein Heringsbrötchen geben möchte, dann lässt er da Tonnen von Heringen entstehen und gefangen werden lassen und ich kann mir dann einen raussuchen. Denkt mal drüber nach, guckt mal in die Natur rein. Gott ist nicht sparsam, er ist auch nicht kosteneffizient, sondern er ist derjenige. Und da kommen wir wieder zurück zu der Frage vom Anfang. Warum ausgerechnet der Noah, was ist, wenn Gott, um einen Menschen für die zukünftige Welt zu schaffen, Millionen, Milliarden von Menschen macht, um dann einen herauszupicken, einen herauszuformen? Es gehört zu den großen Herausforderungen in unserem Leben mit dem Hiob, über uns selbst einzusehen. Ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ich wünsche mir, dass man von mir einmal das sagt, was von Hiob dort steht, in Hiob im Kapitel 1. In diesem allem sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes gegen Gott. Also dieses Ich taucht auch auf, zum Beispiel in 5. Mose 32. Ich lese da mal ab Vers 39. Seht nun, dass ich es bin. Kein Gott ist neben mir. Achtet mal drauf, wie oft wir andere Dinge neben ihn stellen. Sei es unser Verstand, dem er gerecht zu werden hat, mit seinem Wort natürlich. Sei es, dass er mich erlösen muss. Ganz oft in unserer Denke bin ich der Mittelpunkt. Und der lebendige Gott ist der Erlösungsautomat. Aber die Bibel ist andersherum. Kein Gott ist neben mir, steht in 5. Mose 32. Und dann steht da nicht wie im Luthertext, ich kann töten. Ich könnte töten. Sondern da steht, ich töte, ane, amet, und ich mache lebendig. Ich habe geschlagen und heile. Aus meiner Hand rettet keiner, denn ich erhebe meine Hand zum Himmel und sage, ich lebe für ewig. Es ist ganz interessant, wenn wir uns den Text dann nochmal im Zusammenhang ansehen, dass Gott da sagt, mach du das alles. Und es ist ganz wichtig, dass du das machst, also dieses Schiff und genauso, wie ich es gesagt habe, und wie du dir das vorstellst und wie du es hinbringst. Und dann sagt er, aber ich. Also da steht jetzt dieses ganz große Ich und ich bringe. Ich werde bringen. Da liegt etwas ganz, ganz Feierliches drin, etwas ganz Ernstes, wenn er jetzt von der, wir übersetzen das gemeinhin, Sintflut spricht, da steht das hebräische Wort Mabul, das nur in diesem Text vorkommt und dann noch ein einziges Mal in der Bibel, und zwar in Psalm 29, Vers 10. Ansonsten ist es nur hier in diesen Sintflut-Kapiteln, das heißt Kapitel 7 bis Kapitel 11 eigentlich, da kommt es vor, 10 Mal insgesamt, aber und es ist für diese Weltkatastrophe, die wir jetzt gerade vor Augen haben, in Jesaja 54, da wird es die Wasser Noahs genannt. Ja?
Also es ist ganz, ganz Besonderes und kann jetzt wieder lang ausholen und euch erklären, dass wir eigentlich nicht wissen, was Mabul bedeutet, dass auch die Hebräisch-Experten, die Rabbiner darum raten, kommt es von der Wortwurzel Nawal, die heißt Welken, geht es dann um eine Entzählung, ein Verwelken des Geschöpfes, des Geschaffenen, oder kommt es von der Wortwurzel Yaval? Und Yevule Mayim haben wir im Jesaja an ein paar Stellen. Und das sind es dann die Ströme von Wasser. Oder um was geht's dabei? Kommt es von der Wort Bala, von dem nachher Balal, Babel kommt, ja, wo alles kaputt gemacht wird, durcheinander gemacht wird, durch wahnsinnige Wassermengen, alles durcheinander gerührt wird. Und letztendlich von den Höhen, man denkt an den Turmbau zu Babel, ja, alles herunter, ich sage jetzt einmal geschrottet wird, ja, alles klein gemacht wird. Nochmal, wir haben hier wieder so ein Wort, wo wir sagen, ja, wir können es stehen lassen, wir können aus dem, was drumherum erzählt wird, uns etwas vorstellen, was es bedeutet. Aber letztendlich, wenn wir es verständlich machen wollen, müssen wir mit dem Jesaja sagen, es geht um diese Wasserkatastrophe beim Noah. Und was jetzt passiert ist, dass Gott sagt, ich bin derjenige, der alles vernichtet, in dem Ruach Hayim ist, in dem Geist des Lebens ist unter dem Himmel. Das ist eine ganz, ganz furchtbare Ankündigung. Und was hier mitschwingt in diesen Worten, ist diese schreckliche Notwendigkeit der Flut, der Mabul, was auch immer. Das ist also dieser Sintflut. Der Tod und die Vernichtung ist die Folge, ist die logische Konsequenz der Rebellion des Menschen gegen Gott, der Gleichgültigkeit des Menschen gegenüber dem lebendigen Gott und seinen Anliegen. Das kommt hier ganz deutlich raus. Gott sagt, ich bin derjenige, der tötet und der lebendig macht. Tod kann jetzt auch, wenn wir zurückgucken in dem, was wir schon gelesen haben, kann auch Gnade sein, wenn Gott verhindert, dass der Adam und die Eva, nachdem sie vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen haben, dann auch noch vom Baum des Lebens essen. Dadurch, dass Gott dem rebellierenden Menschen verwehrt, vom Baum des Lebens zu essen und ewig in seiner Rebellion gegen den Schöpfer zu leben, dadurch bewahrt er den Weg zum Baum des Lebens. Und ich habe nicht zufällig diese Stelle aus 5. Mose 32 zitiert. Es war ein hoher Priester, der Samaritaner, der mich auf diese zentrale Stelle aufmerksam gemacht hat und der gesagt hat dann zu mir, achte drauf, da steht Anime mit Achaye. Ich töte und ich mache lebendig. Und dann guckt er mich an und sagt, in der Reihenfolge. Das heißt, wenn das ein Vers ist, auf den angespielt wird, in diesem Ani, Anochi, dann ist da schon in diesem Wort eigentlich Auferstehungshoffnung drin. Und jetzt geht's weiter in Vers 18. Ich will meinen Bund mit dir aufrichten. Du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne, deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Das ist das erste Mal in der gesamten Bibel, dass das Wort Bund auftaucht. Und für mich war interessant, wie sehr die jüdischen Ausleger, die Deutsch gesprochen haben, ich denke da jetzt an den Benno Jakob und an den Samson Raphael Hirsch, die ich immer wieder zitiert habe, wie sehr sie betonen, dass der Begriff Bund für das Wort Brit, das hier eigentlich auftaucht, nicht entspricht, nicht passt. Weil wenn Gott einen Bund
schneidet. Steht das Wort schneiden. Wenn Gott einen Bund gibt, dann, also hier in unserem Text steht, ich werde aufrichten meinen Bund. Ja? Wenn Gott also seinen Bund aufrichtet, dann ist das immer etwas Einseitiges. Dann ist es ganz unabhängig von äußeren Umständen und dann steht es im Gegensatz zu dem, was eigentlich erfüllt werden kann. Das heißt, das, wie wir Bund denken, dass da zwei Parteien aufeinander zugehen und dann irgendwie nach Verhandlungen zu was kommen und dann miteinander übereinstimmen und ein Abkommen treffen, das trifft hier das Wort Brit nicht. Gott ist derjenige, der hier was Einseitiges macht. Und für mich ist interessant, wenn ich da, ich möchte jetzt das Wort Bund nicht näher beleuchten, aber ich möchte euch, weil ihr wahrscheinlich alle schon viel daran gearbeitet habt und viel darüber nachgedacht habt, weil der Bund etwas ist, was euch im Leben begleitet auf unterschiedliche Art und Weise. Wenn wir vom Noah-Bund hier vom ersten Mal Wort ausgehen, dann ist es was, was Gott gibt, dann ist es allein aus Gnade, also allein aus der liebevollen Zuwendung des Schöpfers zu seinen Geschöpfen. Da kann das Geschöpf überhaupt nichts bringen. Das ist sola gratia, wie es nicht mehr sola gratia geht. Und deshalb passt vielleicht also das, was der Paulus in Galater 3 erklärt, dass der Bund etwas ist, das ein Mensch mit seinen Nachkommen schließt. Und da kommt ja das deutsche Wort dann Testament herein. Deshalb reden wir vom Alten Testament, vom Neuen Testament, ja. Und ein Testament, das ein Mensch hinterlässt, wird nach seinem Tod, da kann man nichts mehr verändern, da kann man nichts hinzufügen, da kann man nichts davon wegnehmen. Das kann man anfechten, aber man kann es nicht mehr verändern. Das Wort Testament kommt da dem, was der lebendige Gott sich vorstellt und was wir hier in 1. Mose 6 sehen, viel näher als das, wenn wir von einem Bundesschluss denken, wo zwei Leute miteinander etwas abmachen. Das Interessante ist, und da möchte ich jetzt nur kurz was zum anstoßen. Es ist so, dass dieses Wort jetzt verwendet wird, zum Beispiel für den Ehebund zwischen Mann und Frau. Und vielleicht steckt dieser Aspekt viel mehr drin vom biblischen Denken her, als wir das gerne hätten, dass das etwas ist, was nicht gebrochen werden kann. Und übrigens, wenn ich ein Mensch bin, der den Auftrag hat, und ich sage jetzt was, da zittere ich innerlich, ich weiß, dass ich in dieser Welt lebe, aber der den Auftrag hat, den lebendigen Gott gegenüber der Schöpfung zu repräsentieren und in meinem Ehebund meiner Frau gegenüber zu stehen wie Christus der Gemeinde, dann muss ich ganz klar sagen, das kann ich immer. Das ist total unabhängig von meiner Frau. Also die Gemeinde kann sich auch von Jesus abwenden, das verändert an ihm nichts. Und denkt einmal über diese Einseitigkeit nach, also was jetzt Gott da dem Noah, um zum Text zurückzukehren, 1. Mose 9, Vers 18 sind wir, was er ihm da jetzt zusagt, das wird vom Text her überhaupt nicht klar. Er sagt nur, ich werde meinen Bund mit dir aufrichten. Und die rabbinischen Schriftausleger überlegen dann, was will er ihm da jetzt sagen? Und ich möchte euch da Mut machen, darüber nachzudenken. Also der Bestand der Schöpfung kann es nicht sein. Da wird nachher etwas versprochen, dass so eine Sintflut nicht mehr kommt. Aber ist es das, dass er ihn überleben lässt? Oder ist es das, also ich habe hier ein tolles Zitat vor mir von Rashi, der einen Midrash zitiert und sagt, ja, der lebendige Gott hat einen Bund mit ihm geschlossen, dass die Früchte, die er in die Arche geladen hat, nicht verfaulen und nicht kaputt gehen. Ja? Oder ich habe mit ihm einen Bund geschlossen,
sagt der gleiche Genesis Rabbah Kommentar, also Midrash, der sagt, dass die bösen Leute, die da lachend um die Arche rumstehen, dass die ihn nicht umbringen. Ist es, dass er ihn am Leben erhält? Ist es die Gunst, die Noah in den Augen Gottes gefunden hat? Also der Benno Jakob sagt, das ist eigentlich schon der Bund, den Gott geschlossen hat. In diesem Vers 19 ist jetzt noch eine Sache interessant, die in der rabbinischen Auslegung immer wieder vorkommt. Und zwar ist es interessant, dass beim Einsteigen in die Arche, da heißt es, du, wer hinein, du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne, deine Frau und die Frauen deiner Söhne. Und das heißt, die Männer getrennt und die Frauen getrennt. Und wenn sie dann einsteigen, in Kapitel 7, Vers 7 und 13, da ist es wieder genau dasselbe. Du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne. Und jetzt guckt mal kurz schon rüber ins Kapitel 8, in Vers 16 und 17. Da kommt der Noah aus der Arche raus. Und dann heißt es, geh aus der Arche, du und deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Also, das sind solche Beobachtungen, da sagen die Rabbiner jetzt draus, in der Arche, während die Welt zugrunde ging, sollte kein ehelicher Verkehr stattfinden. In der Arche waren Männer und Frauen getrennt voneinander. Danach, dann, wenn sie rausgekommen sind, da sind sie dann als Paare rausgekommen. Ich möchte jetzt hier ganz klar sagen, jeder darf immer anderer Meinung sein. Mir sind solche Beobachtungen wichtig, weil wir dadurch Bibel lesen lernen. Und weil wir sehen, dass da Dinge drinstehen und angedeutet sind, auf die würden wir vielleicht gar nicht auf die Idee kommen. Ja? Ihr habt immer die Freiheit, anderer Meinung zu sein. Ich sage auch jetzt nicht, dass das meine Meinung ist. Ich nehme sowas wahr. Ich finde das interessant. Das hat jetzt nicht bestimmte Relevanz für mich. Aber ich möchte gern so Bibel lesen, lernen, dass ich so genau hinsehe. Dass mir sowas beim Text auffällt. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier jemanden gibt, der das schon gewusst hat oder gesehen hat, aus seinem eigenen Bibellesen heraus. Übrigens, Meinungsfreiheit herrscht von der Bibel her immer. Und Gott hat uns sogar die Freiheit gegeben, zumindest eine Zeit lang, anderer Meinung zu sein als die Bibel. Schlimm, fatal ist nur, wenn wir anderer Meinung als die Bibel sind und das gar nicht merken, sondern in der Illusion leben, der lebendige Gott sei meiner Meinung. Und deshalb ist mir es wichtig, dass wir solche Dinge genau sehen. Jetzt heißt es am Schluss dieses Verses, du und deine Söhne, deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Idach. Die rabbinischen Ausleger sagen da, wir sehen hier, dass die anderen nur deshalb mitgerettet wurden, weil es um Noah ging. Das ist auch so eine Sache, warum reicht es nicht, dass er in die Arche gehen soll, du und deine Söhne? Aber man hätte ja auch sagen können, geh du und deine Familie in die Arche. Fertig, ja. Du und deine Söhne, deine Frauen, die Frauen deiner Söhne, hätte auch gereicht. Warum muss denn noch nachgeschoben werden in so einem sparsamen Text, in so einem Text, in dem so wenig gesagt wird? Warum muss denn noch nachgeschoben werden mit dir? Jetzt sind wir Vers 19. Ich will etwas schneller machen, weil das eigentliche kommt für mich am Schluss des Kapitels, auch das Thema von heute Abend. Vielleicht ist jetzt im Vers 19, da heißt es, von allen Tieren, von allem Fleisch, je ein Paar von allen sollst du in die Arche bringen, dass sie leben bleiben mit dir, männlich und weiblich sollen sie sein. Also das ist interessant, dass Gott da zum Noah sagt, die sollst du bringen, nachher heißt es, die sollen kommen, im Vers 20. Also sie sollen hineinkommen, das heißt, die kommen aus eigenem Antrieb. Und da machen die Rabbiner draus, was da Noah
veranlassen musste, war, die Haustiere mitzubringen, die gezähmten Tiere mitzubringen, die Vögel und das andere, alles nach seiner Art, das waren die wilden Tiere. Und die mussten aus einem eigenen Antrieb heraus kommen. Ich habe zu dem männlich und weiblich vorhin schon was gesagt, das wiederhole ich jetzt nicht. Aber es ist für mich interessant auch hier, dass so diese, dass das immer wieder, also dass nicht nur gesagt wird, es sollen zwei sein und dann ist ja klar, man nimmt ein Männchen, ein Weibchen mit, es soll ein Paar sein und dann ist ja klar, sondern dass es immer dann noch einmal ganz nachdrücklich gesagt wird. Von all, von den Vögeln nach ihrer Art, von dem Vieh nach seiner Art, Vers 20, von allem Gewürm auf Erden nach seiner Art, von denen allen soll je ein Paar zu dir hineingehen, dass sie am Leben bleiben. Also hier im Vers 20, da kommt jetzt, dass die Tiere mit hineingehen. Sie werden nicht vom Jahr gebracht, sondern sie sollen kommen. Ich weiß, dass hier jetzt Experten ganz viel rumrätseln, wie viele Tiere konnte der Noah da mitnehmen. Es wird hier nicht gesagt, dass alle Tiere, die es damals, alle Tierarten, die es damals auf der Erde gab, gerettet wurden, sondern es wurden die mitgenommen, die gekommen sind. Also wenn deshalb Wissenschaftler heute feststellen, dass es mal viel, 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 viel mehr Arten gegeben hat, ist es von der Bibel her durchaus denkbar. Also es werden nur die Tiere gerettet, die dann tatsächlich gekommen sind. Und jetzt geht's weiter und Vers 21 sind wir, und du sollst dir von jeder Speise nehmen, die gegessen wird, und sollst sie bei dir sammeln, dass sie dir und ihnen zur Nahrung diene. Tierfreunde, zu denen ich auch gehöre, werden hier jetzt ganz klar zunächst mal sehen, dass Gott die Menschen und die Tiere immer wieder auf eine Ebene stellt. Und wenn es um Fressen geht oder Essen geht, dann stellt er sie auf eine Ebene. Sowas kommt noch öfters vor, zum Beispiel in 3. Mose 25 habe ich hier vor mir. Da heißt es in Vers 6 und 7, der Schabbat des Landes wird euch ernähren, dich, deine Sklaven und Sklavinnen, deinen Tagelöhner und deine Migranten, Fremdlinge, die zeitweise bei euch wohnen, dein Vieh und alle wilden Tiere, die in deinem Land leben, sein ganzer Ertrag wird euch ernähren. Das heißt, auch da werden vom Ernähren her Menschen und Tiere auf eigene Ebene gestellt, wenn es um den Schabbat geht, um den Sabbat. Was jetzt hier beim Noah wichtig ist, vielleicht, dass ziemlich offensichtlich zu der Zeit alle Tiere, die mit in der Arche waren, pflanzliche Nahrung gefressen haben. Und dass alle, die dort in der Arche waren, Vegetarier sind. Solche Dinge werden dann auch nachher, wenn Gott dann den Fleischgenuss erlaubt nach der Sintflut, ist es interessant, ja, das einfach mal festzuhalten. Und was ich auch spannend finde, ist, dass Noah nicht lang danach fragt, wie lange jetzt Gottes Zorn dauern wird und wie viel Nahrung er da einzusammeln hätte, sondern er verließ sich, sag nicht ich, sagen moderne jüdische Ausleger, er verließ sich ganz auf den Herrn. Und das war eine riesige Glaubensprüfung für den Noah, die er bestand. Allein die Frage nach dem Futter. Was soll ich da mitnehmen, wie viel? Aber er hat gesagt, okay, ich mache jetzt meinen Teil und ich werde dann sehen, was wie Gott das hinausführt. Wir haben jetzt in Vers 22, dem letzten Vers von heute Abend, eine ganz interessante Aussage. Da heißt es, und Gott tat alles, was ihm Gott geboten hatte, genau so tat er es. Oder so tat er es. Also er hat die Arche gebaut, das hat Noah getan, und er sammelte die Vorräte für die wie auch immer lange dauernde
Sintflut, Mabul, das Wort, das, wo er auch nicht, er wusste ganz viel nicht. Er wusste ganz viel nicht. Ein ganz, ganz ähnlicher Satz taucht auf in 2. Mose 40, Vers 16. Da heißt es, und Mose tat alles, wie ihm der Herr befohlen hatte. Das heißt, der Mose baute die Stiftshütte, richtete sie ein, kleidete und weihte die Priester. Ich habe das am Anfang schon erwähnt, dass es rabbinische Ausleger gibt, die den Bau der Arche und den Bau der Stiftshütte miteinander vergleichen. Das ist kein Zufall. Da gibt es ganz viele Schriftstellen, die hin und her verweisen. Und 2. Mose 40, Vers 16 ist so eine Schriftstelle, die hier auf 1. Mose 6, Vers 22 verweist. Und ein Ausleger, den ich hier vor mir habe, der sagt hier einfach, dadurch wird darauf hingewiesen, wie ähnlich die beiden Bauwerke sind, die da gebaut wurden. Oder da wird darauf hingewiesen, wie ähnlich sich die beiden Männer sind, die gebaut haben. Also einmal der Mose, die Stiftshütte, und einmal der Noah, die Arche. Wenn es jetzt heißt, dass er genau das so tut, dann heißt natürlich, dass kein Wort von dem, was befohlen worden war, hinfällig geworden ist. Dass der Noah sich tatsächlich genau dran gehalten hat. Interessant ist, wenn Gott diese Familie und die Tiere rettet, wenn er den Kern der Existenz für eine neue Welt rettet, dann sind wir jetzt wieder wie beim Anfang bei der Frage von der Godela von Randolph, bei der Frage der Erwählung. Wir können als Werkzeuge natürlich sagen, Herr, warum hast du das so gemacht? Warum wählst du mich dazu? Oder wir können wieder Noah sagen, ich tue, was du mir sagst. Und das Interessante ist, wir haben das von der Schöpfungsgeschichte hier gesehen, hergesehen, und wir sehen sie jetzt hier, dass Gott handelt in dieser Welt, indem er sich Menschen erwählt und durch diese Menschen dann tut, was er selbst tun möchte. Also er hat jetzt hier für so eine wichtige Aufgabe wie die Rettung für eine Neuschöpfung nicht einen Engel beauftragt, sondern Menschen. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass jeder Einzelne von uns einfach da vor dem lebendigen Gott steht und sagt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Ihr habt das vielleicht schon gemerkt, dass das immer wieder zu einer meiner Refrains ist, das, was mich durchs Leben begleitet. Es ist jetzt interessant, dass die jüdische Auslegung der Talmud anhand dieser Stelle oder zu dieser Stelle sagt, größer ist derjenige, dem befohlen wurde und er tut's, als derjenige, dem nicht befohlen wurde und er tut's. Also größer ist derjenige, der einen Befehl von Gott bekommen hat und dann tut er das Richtige, als derjenige, der irgendwas spürt und dann zufällig das Richtige tut. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz im Judentum. Und ich möchte sagen, wir steuern jetzt auf etwas zu, wo einer der ganz großen Gegensätze ist zwischen Judentum und Christentum, zumindest zwischen meiner Prägung und dem, was ich in Israel erfahre, und wo ich mich bewusst gegen meine Prägung entschieden habe. Warum ist es wichtiger oder warum ist der größer, dem was befohlen wurde und er tut es, als dem, der nichts befohlen wurde, wo er, teils war der, weiß nicht, irgendwas hat mich dazu gebracht, vielleicht war ich so gut. Derjenige, der dem befohlen wurde, der musste, so wie diese Welt und wie unsere Natur gestrickt sind, der musste einen Widerstand überwinden und Ja sagen zu dem Befehl. Also nicht nur, dass eine Eingebung zweifelhaft sein kann und ein Gebot eindeutig ist. Man muss etwas überwinden.
Und weil der lebendige Gott Menschen sucht, die sich aus freien Stücken, aus Liebe, auch gegen Widerstände dafür entscheiden, mit ihm zusammenzuarbeiten. Deshalb ist es eine ganz, ganz wichtige Sache. Eine andere Sache, die hier reinkommt, ist im Jüdischen dieser Gedanke, dass man sich nicht auf ein Wunder verlässt, sondern dass man alles tut, im Falle von Noah, um durch die Sintflut hindurch gerettet zu werden. Und Noah tut all das, was Gott ihm befohlen hatte. Und dann musste er sich ganz auf Gott verlassen. Wir haben das Ve'ani, das und ich, nicht vergessen, ja? Und wir sehen das durch den ganzen Text hindurch. Die Initiative kommt immer von Gott. Und am Schluss ist es der lebendige Gott, der den Menschen allein aus Gnade rettet. Aber da hinein gehört, in dieses Allein aus Gnade gehört dieses ganze Ja des Noah. Und jetzt fällt etwas Interessantes auf hier in diesem Text. Und da müssten wir jetzt rabbinische Augen haben und Hebräisch ticken. Aber deshalb sage ich es euch zum Abschluss jetzt. Und jetzt kommt diese Sache frommer Wunsch oder Befehl. Gott hatte dem Noah nie etwas befohlen. Geht zurück und prüft nach. Gott hat bestimmte Dinge gesagt und dann hat der Noah es gesagt. Und hier in diesem Abschlusssatz heißt, er hat es als Befehl genommen. Er hat das, was Gott gesagt hat, als Befehl genommen. Obwohl Gott nie etwas befohlen hat. Wir sehen das umgekehrte Muster bei der Schlange und bei der Eva, bei der Frau. Da heißt es in 1. Mose 2, Vers 16, dass der Herr Gott dem Adam etwas befohlen hatte und dann kommt die Schlange und sagt, hat Gott etwa gesagt? Und dann sagt die Eva, ja, er hat gesagt. Also für diejenigen, die Hebräisch können, es geht hier um den, einmal heißt es die Wortwurzel Amar, sagen, Aleph Memresh, und einmal ist es die Wortwurzel Zava, Zadig Vav Hei, befehlen. Also, dem Noah hatte Gott nichts befohlen, er hat ihm gesagt. Und Noah hat es als Befehl genommen. Dem Adam und dadurch der Eva hat er etwas befohlen und die Schlange hat in ihrer Versuchung gefragt, hat Gott gesagt? Und die Eva ist darauf eingegangen, hat dann darüber gesprochen, was Gott gesagt hat in 1. Mose 3, Vers 3. Die Frage ist jetzt, die sich uns stellt, und die möchte ich zum Abschluss stellen, wem gleichen wir Christen? Dem Noah oder Adam und Eva? Ist uns das, was der Herr sagt, was der Vater im Himmel sich wünscht, ist uns das Befehl? Oder sind wir ganz darauf ausgerichtet, ausdrückliche Befehle zum frommen Wunsch zu erklären, nur zum Beispiel, weil wir den Sinn nicht verstehen oder weil uns unsere Theologie sagt, dass wir nicht unter dem Gesetz sind und sowieso nichts verdienen können. Wie gehen wir damit um? Ich möchte es einmal so sagen, es gibt dieses landläufige Reden, wo Liebe ist, da liest man dem Geliebten die Wünsche von den Augen ab und die sind einem Befehl. Gerade in unserer Beziehung zum Volk Israel, zum jüdischen Volk hier in Israel, ist das, wie wir als Christen und in vieler Hinsicht übrigens auch messianische Juden, mit dem Wort Gottes umgehen, schlicht und einfach fatal für unser Zeugnis. Solange unsere gesamte christliche Theologie darauf ausgerichtet ist, zu beweisen, dass wir Gottes Gebote, aus welchen Gründen auch immer, nicht tun müssen, haben wir überhaupt keine Chance, Israel in welcher Form auch immer eifersüchtig zu machen. Es geht nicht darum, was wir tun oder nicht tun, was wir tun müssten oder sein lassen dürfen. Die alles entscheidende Frage ist, welche Einstellung wir dem Vater im Himmel gegenüber ausstrahlen.
Ich finde da ganz fatal, wenn ich unter Christen immer wieder, wenn mir das begegnet, in diesem Zusammenhang, wenn bei theologischen Diskussionen das Argument auftaucht, dass etwas ja nicht heilsnotwendig sei. Ihr kennt das bestimmt bei allen möglichen Fragen. Ja, es ist doch nicht heilsnotwendig, ob man jetzt weiß, wie groß die Arche ist. Stimmt, also für uns zumindest nicht, für Noah vielleicht, ja. Aber jetzt passt auf, was mit dieser Argumentation vom Heilsnotwendig passiert. Zunächst mal erwecken wir den Einschein, also könnten wir entscheiden, was heilsnotwendig ist und was nicht. Und was noch schlimmer ist, durch dieses Argument degradieren wir den lebendigen Gott zu einem Erlösungsautomaten, dessen einzige Daseinsberechtigung ist, uns Heil zu verschaffen. Also Humanismus ist Götzentheologie par excellence, wo der Mensch im Mittelpunkt steht und Gott nur noch dem Menschen dient, in bestimmten schwierigen Situationen. Das ist Götzendienst. Was ist, wenn der Vater im Himmel etwas von mir möchte? Jetzt sage ich es einmal so, wenn er etwas nur von mir möchte, wo ich nicht sagen kann, ja, die anderen müssen es auch machen. Wo nur ich etwas mache, was niemandem irgendetwas bringt, auch mir selbst nicht, als nur, dass es ihm Ehre bereitet, dass es ihm Freude macht. Seht, wenn der Noah derjenige ist, für den das Wort Gottes Befehl war, dann ist es genau das, was im Hebräerbrief zum Ausdruck kommt, wenn es heißt durch Glauben. Wurden Noah Geschehnisse offenbart, die noch unsichtbar waren. Er akzeptierte sie und war offen dafür und baut eine Arche zur Rettung seines Hauses. Und dadurch verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die dem Glauben entspricht. Jetzt müsst ihr sehen, Glaube in der Bibel ist nicht, dass man bestimmte theologische Sätze richtig findet oder korrekt aufsagen kann. Glaube ist nicht Rechtgläubigkeit. Glaube ist eine Beziehung, die auf Zuverlässigkeit und Treue und Gehorsam beruht, für die sich ein Mensch ganz bewusst immer wieder entscheidet und deshalb sehen wir beim Noah einen Ausdruck des Glaubens. Es ist jetzt interessant, dass auch moderne rabbinische Ausleger der Auffassung sind, dass der Noah aus diesem Glauben heraus, aus dieser Treue dem Vater im Himmel gegenüber, so zuverlässig war, dass er dann das Wort als Gebot genommen hat. Und versteht er im Prinzip, könnt ihr da wieder Epheser 2 lesen, wo wir allein aus Gnaden gerettet sind, aber dann, um gute Werke zu tun. Und genauso wie der Noah getan hat, was Gott angedacht und dann ausgesprochen hat, und er hat es dann umgesetzt. Und hat es als Befehl gesehen. Genauso möchte ich, Epheser 2, die guten Werke tun, die der Herr Jesus für mich bereitet. Ja, lieber Johannes, vielen Dank. Die guten Werke tun, die Gott, die Herr Jesus für mich, für uns bereitet hat. Es gibt eine Frage. Eine Frage ist von, ich glaube, Jochen war das. Wie alt war denn Noah, als er den Auftrag bekam? Ach, rechnen nach. Also er war älter als 500. Mir hätte es gereicht, also wenn mir jemand mit 50 das gegeben hätte und ich dann mit 60 in die Arche gegangen wäre oder wie auch immer, ja. Solche Fragen finde ich klasse. Geht nach und rechnet, lest nochmal den ganzen Text. Ja, das ist auch eine schöne Antwort, das ist eine Hausaufgabe. Ja, das, ich werde euch das immer, das heißt ja gemeinsames Bibellesen. Ich möchte euch durch meine Antworten nicht das Bibellesen abnehmen. Also der Noah war einiges älter als ich. Und einiges älter als alle, die hier zuhören. Wir waren da alle jung und frisch dagegen. Ihr könnt wirklich Fragen noch einmal dann aufschreiben. Alle können uns erreichen durch die Webseite, die unten an diesem Video auch angegeben ist. Und
Diese Fragen werden ernst genommen. Man kann auch kommentieren dieses Video. Und mir ist aber wichtig, ich möchte es nochmal ganz klar sagen, nicht alle Antworten zu geben. Mir ist es wichtig, dass ihr selbst zum Bibellesen kommt, dass ihr daran weiterarbeitet, dass ihr neue Sachen da drin entdeckt und einfach diesen Reichtum, für euch ganz neu entdeckt. Vater, ich möchte es dir hinlegen. Alle, die jetzt auch zugehört haben, alle, die dieses Video hören werden, sehen werden, dass du redest, dass du uns zeigst, wie frisch, wie neu, wie aktuell dieses Wort ist. Ja, dass wir es nicht wegschieben, sondern dass wir uns auch dir ganz direkt entgegentreten und sagen, ich will wieder Noah, dir jeden Wunsch von den Augen ablesen. Ich möchte mein Leben dahingehend ausrichten, das zu tun, was du dir vorstellst. Werkzeug in deiner Hand sein. Und Vater, es gibt niemanden, der zu klein und zu unbedeutend ist. Es gibt niemanden, der zu sehr beschäftigt wäre, als dass du ihn nicht gebrauchen möchtest. Und ich bitte dich einfach, ich bitte dich, dass du in unser Leben hineingreifst und uns zu dem Ziel bringst, zu dem, was du dir vorgestellt hast. Ja, dass wir auf die andere Seite kommen, dass wir auf die andere Seite der Sintflut kommen. Wir freuen uns auf die neue Welt, in der es kein Leid und kein Geschrei und keine Tränen mehr geben wird. Ja, und ich sehe, dass du uns darauf zubereitest. Und ich wünsche mir einfach aus tiefstem Herzen, brauchbar für dich zu sein, dir Ehre zu machen, dass dein Name groß wird, was auch immer das für mich kostet. Herr, segne du uns und mach du uns zum Segen zu deiner Ehre. Amen. Ja, lieben Dank, Johannes. Einen gesegneten Abend und ein herzliches Shalom. Wir sehen uns dann wieder im April zur gewohnten Zeit.